im zweiten Teil wollte ich euch jetzt zeigen, wie ich hier die Lasuren aufbringe. Die Oberfläche ist jetzt total trocken und man sieht hier deutlich, es ist doch einiges noch gerissen, vor allen Dingen an der Stelle, wo die Farbe recht dick aufgetragen war. Für den nächsten Schritt brauchen wir jetzt eigentlich einen etwas weicheren, flachen Pinsel. Den Acrylbinder, wie eigentlich immer, wenn wir Lasuren machen. Und ich habe mir jetzt hier einfach ein paar Farben ausgesucht. Das könnt ihr natürlich nach Wahl machen. Und ich fange mal mit der hellsten Farbe an. Das ist ein Cadmiumgelb. Das mische ich ein bisschen mit einem etwas dunkleren Cadmiumgelb. Dann wird es was wärmer, etwas Wasser. Und wie immer dazu Binder. Und das soll ziemlich wässrig sein. Also etwas mehr Binder, damit es auch haftet. Ich beginne mal so mit dem Auftrag der ersten Farbe und ihr seht, verdünne das sehr stark. Nochmal ein bisschen mehr verdünnen mit ein bisschen Binder. So. So, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist ja ein großer Sprung dazwischen und zwar nach diesem ersten flüssigen Auftrag auf der Oberfläche war ich damit nicht zufrieden, habe den flüssigen Auftrag nochmal abgetupft und habe jetzt als zweiten Auftrag eine Mischung aus Siena gebrannt und dem Gelb sowie dem Preußisch-Blau relativ unverdünnt, also nur ein wenig verdünnt mit Acrylbinder aufgetragen, vollflächig und auch unterschiedlich, also hier mehr von der einen Farbe, dort mehr von der anderen Farbe und habe das nachher dann nach dem leichten Antrocknen wieder mit einem feuchten Lappen weggewischt, sodass die Farbe sehr in den Vertiefungen hängen geblieben ist und das gefällt mir eigentlich jetzt schon ganz gut so. Es tut mir leid, dass ihr die Zwischenschritte jetzt nicht mitbekommen habt. Ich werde euch das bestimmt noch mal an einer anderen Stelle zeigen. Also wie gesagt, nach dem Auftrag der Spachtelmasse könntet ihr dann einfach weitermachen mit einem etwas unverdünnteren Auftrag oder wenig verdünnten Auftrag dieser eurer Farbe nach Wahl. Und eben diese Farbe nach dem kurzen Antrocknen von der Oberfläche mit einem leicht angefeuchteten, nicht einen nassen, einem leicht angefeuchteten Papiertuch einfach wieder wegwischen. Jetzt kann man das dann so lassen. Also die Strukturen werden sehr schön betont, weil die Farbe halt in den Vertiefungen hängen bleibt. Und die Oberflächen wieder, also die Erhöhungen werden wieder weiß gewaschen. Man könnte jetzt auch noch mit Lasuren weiterarbeiten, wobei ich da jetzt nicht mehr so sehr viel machen würde. Wir können das ja mal einfach versuchen. Und zwar mische ich mir jetzt nochmal eine Mischung aus Siena mit etwas Blau und versuche da so Teile von mit abzudecken.
So, jetzt also das Endergebnis der Malerei. Ist jetzt doch eher monochrom geworden, weil mir die Strukturen auf so einem kleinen Bild doch zu vielfältig waren, um da zu viele Farben reinzubringen. Ich habe nur darauf geachtet, dass halt die Kontraste ausreichend sind. Und jetzt kommen die Strukturen auch richtig schön raus. Jetzt gefällt mir das. Ich kann ja eben mal ranfahren. So sieht das von nahem aus. Okay. Viel Spaß beim Nacharbeiten.